Herzlich willkommen! Wir stehen vor der Miltank-Farm und ich habe vier. Sage und schreibe vier. Ja, wo sind sie? Hier. Cornberries. Wie habe ich die gekriegt? Okay, ich musste es von Mauzis klauen. Das habe ich durch das Chat hier erfahren, indem ich einfach mal gefragt habe. Ja. Und, Hidden Power kriege ich hier nicht. Hat jemand gesagt, ich weiß nicht. Haben nicht alle gesagt, aber 2-3 oder so, das kriegt man erst in Höhen. Na toll, das heißt, ich kann keine Kraftreserve Wasser für mein Tornupto machen. Aber hier, du hast sie? Danke dir so sehr, junger Trainer. Ich hoffe, damit kann ich jetzt die Miltank super füttern. Hier. Hast du das getan, um mir zu helfen? Oder um den Miltank zu helfen? Ich kann mir da nicht sicher sein. Oh, okay. Hier, ja, ich hab sogar eins. Hier. Wett. Wie, das liebt mich nicht. Das kann doch gar nicht sein, das ist doch voll, oder? Oder bin ich mir das ein? Ist das einfach nicht voll? Ach, es ist einfach nicht voller Zufriedenheit. Alles klar, das kriegen wir doch hin. Okay, Leute. In der Einheitshöhle, ne? Ab zur Einheitshöhle. Aber um es so zu machen, dass es uns mag, können wir doch nach Dukatia City und das massieren lassen, oder? Geht das nicht? Mauzi! Ja, die geben dann hin und wieder mal Dings. Also die ersten drei habe ich richtig locker gefunden. Mit Covet Bezirzer, glaube ich. Und dann der letzte, der wollte einfach nicht. Der wollte einfach nicht. Der kam einfach nicht. Da habe ich 1000 Jahre lang Mauzis umgebracht bis zum geht nicht mehr. Und die so, ja, wir sind out of Cornberries. Ging gar nicht. Hey. Ja, so, ich gehe nicht raus. Nö, nö. Und ich habe erst überall die Bäume auch noch abgesucht, ne? Also. Ja. Ihr wisst Bescheid. Trottle. I am a trottle. Trottle with a throttle. Zerschneider! Cake and Fake. Mama! Mama's Wine! Ice Shot! In your face hinein! Kein Problem. Dam, daram, 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 dam, dam, boom, chicka pow! Good to nickel, nickel now. You are so pokey down. Okay, was wollte ich jetzt nochmal? Dukatia City. Happiness, Happiness, Zufriedenheit. Mann, 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 Mann. Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen. Nicht? Mm-hmm. Boah, wir sind voll synchron gegangen. Habt ihr es gesehen? Wir sind Freunde fürs Leben. Hier, was sagst du? Sorry, okay. Was? Warte mal. Von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends. Und Brad? Das ist doch von 5 bis 10, Alter. Es ist doch erst 9. Oder Poketime. Okay. Ja, okay, dann habe ich hier noch eine Poketime-Time-Stunde. Das können wir dazu verwenden. Nach. Zur. Natürlich zur Einheitshöhle zu gelangen. Ich weiß nicht, ob ich da schon in der unteren Etage war mit euch. Aber das werde ich ja erleben. Oder? Strudelinseln fehlen auch noch. Fällt mir gerade so auf.
diese Einheit, nenne ich die, ist das der, nee, der Kesselberg, den gibt's ja auch noch. Aber der Kesselberg, da war ich schon überall mit euch, glaube ich. Oder zumindest überall, wo es interessant war. Da gab's nichts. Bei den Strudelinseln weiß ich das nicht. Bei der Einheitshöhle ebenfalls nicht. Schade, dass es am Kesselberg nicht den Typen gab von der Kampfarena und einem, ein... Wie heißt es nochmal? Rabauz gegeben hat. Oder wie wär's mit einem Celebi hier? Das wäre ja auch nicht schlecht, ne? Weedle, Weedle, Weedle. Ja, Paras. Paras ist, glaube ich, ein Angreifer. Gucken wir das mal an. Ja, ein Angriff. Ein Angriffs-EV haben wir dazu gekriegt. Dam, 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 diddle, diddle, Jackie Chan. Oh, Paras. Das ist gut. Du kannst gerne besiegt werden. Ice Shard. Okay. Du findest so und so viel Geld. Ist das nicht cool? Ah, oh, willkommen hier. Und ja, hier ein paar Items und so. Zwei Pokebälle. Zwei Pokebälle nur. Geizhals. Was für ein Geiziger. Wie wär's jetzt mit einem Scaraborn? Oh, guck mal, Scaraborn. Schade, der klappen könnte. Brr, 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 brr. Hier eigentlich irgendwas Cooles? Ach nö. Boah, die Lichter sind angegangen. Es ist der Morgen angebrochen. Achso, und Mauzi könnt ihr dann nur nachts fangen. Will ich euch nur mal sagen. Great Ball, Pokéball, alles klar. Gibt's hier noch irgendwas? Außer ein paar Rocket Rüpel. Hey, cool, ich kann ein bisschen schaufeln. Ein Sandan. Sandan, du interessierst mich wirklich nicht. Mann, geh weg. Wenn ein Labita oder sowas. Was für ein Ding? Protector oder was stand da gerade? Habe ich jetzt da ausgegraben? Protektor? Oder eine TM? Ihr habt es auch gesehen, oder? Aber da hätte er auch gestanden, dass es eine TM ist, oder? Ich habe doch irgendwas ausgegraben, hat er doch gesagt. Okay, hier, wir gucken nochmal. Oh, ein Nugget habe ich auf jeden Fall. Ach hier, ein Schützer. Ach hier, ist ja cool. Damit kann man ja Rizeros machen. Ah, oh, Sandan, geh mir nicht auf den Sandan-Sack. Ja, okay, Makuhita. Ich sollte Schutz aktivieren, habe ich so das Gefühl. Ich dachte, hier kriege ich vielleicht noch einen Kingstein oder sowas. Oh, ich habe nur einen. Ja gut, dann dich. Hey, ich wurde geglitscht. Habt ihr es gesehen? Äther. Sternstaub. Beleber. Auch nicht schlecht, ey. Also, Graben bringt richtig viel hier. So. Das macht mich unglaublich stolz. Ich finde das übrigens cool, dass man diese ganzen Sachen so kann. Das sollte, ja, einfach so sein. Wow, Chingling. Ja, sollte auch in den echten Spielen mal, sollte mal drüber nachgedacht werden. Das sind Spieler, ne? Ja. Der sah so cool aus, deswegen. Geh weg. Boah, hier kann man richtig schaufeln, bis man umfällt, ey. Oh ja, ein Schutz. Das ist doch schön.
Einfach mal graben, das geht ab. Graben ist cool, verdammt. Gib mir doch was zum Graben, sonst dreh ich mich gleich im Graben. Psycho-Ente, geh weg. You are on my way. In my way. You were the one thing. In my way. What? Ist einfach verschwunden. Cancel. Kann man hier Dings fangen eigentlich? Lasho King? Hätte mich mal interessiert, aber stimmt anscheinend nicht. Rihorn. Das ist eher so Verteidigung, ne? Glaube ich. Könnt ihr ja mal testen. Ja. Mist. Oh, hier ist auch noch was. Glurak vor der Schaufelsklave hier. Slowpoke. Flagmon. Flagmon. Alpha Industry. Was kann Jimmy eigentlich? Hey Jimmy, hey, what's up? Oh, ein Sonderbonbon. Nö. Kingstein, nein. Nein, da gibt ein Dick da gibt's hier. Dicke, der Ding. Ich kann mich ja sogar hier rausschaufeln. Nee, kann ich nicht, oder? Great Ball. Und jetzt geht's los. Noch einen großartigen Ball. Da kann man ja richtig Kohle sparen beim Graben. Oh nein, ich will dieses Sneeble eigentlich haben, aber ich werde niemals so viel Geld haben. Rare Cat. Wow, Sonderbonbon. Wow, Sonderbonbon. Ice Chart. Mamoswine ist übrigens einer meiner Lieblings-Pokémon. Mamutel. Oh, haut immer richtig rein. Link's Awakening haben wir hier gefangen. Okay. Und ein Paralyseheiler. Und da kann man einfach einen Kingstein kaufen. 15.000. Ja. Yeah. Vielleicht, wenn ich mal ein paar Abonnenten habe, die sich auch für das Spiel interessieren, dann kann man ja mal zusammen hinterher, mache ich so per Livestream dann so, die Pokédex vollständig, so am Ende oder so. Das wäre ja cool. You have run away from the white Pokémon. You surf. Wild Zubat. Kann ich nicht einfach hier Schaufler benutzen? Hier, komm. Attacke. Dick, 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 dick. Nein, 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 das geht nicht. Aber ich habe ja ein Fluchtseil. Nee. 100 Kilometer weit weg. Ja, scheiß was, ey. Kann ich mir jetzt auf den Weg machen nach Dukatia City wieder? Mein Pokémon dann einfach mal ein bisschen durchkneten lassen. Mittagsäuter brauchen das. Das hat es sich mal so verdient. Ich bin im Mittag voll verliebt. Ich bin so froh, dass es sie gibt. Mamoswine sieht über meinen Handschuh, wie sehr chillig ich den Pokéball werfe, wenn ein Pokémon kommt. Dem Dedeluke Jam. Miltank habe ich noch nie benutzt. So, im Spiel oder so. Obwohl ich ziemlich beeindruckt war von der dritten Arena. Dieses Miltank hat einen immer weggehauen. Wo kann ich eigentlich jetzt hier die Sachen verkaufen? So wie Nugget und Sternstaub und so.
Oder geht das nur in Azuria City? Das wäre ja total Schwachsinn, aber das kann ja immer sein, ne? Boah. Schade, dass dieses Fahrrad nicht noch ein Turbo hat. $300.000. Ja, dieses Sneebel hätte ich auch gern, das gebe ich zu, ey. Das hatte doch irgendwie auch Angriff plus, ne? Ja, Angriff plus und dann fast vollständige Initiative und die Werte, boah, das ist das Heftigste. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ah, 5:02 Uhr. Das ist ja jetzt soweit okay. Ziemlich spät. Aber jetzt wird Miltank durchgeknetet. So, Brad oder Chris? I don't know. What? Das stimmt doch gar nicht, ne? Okay, wir machen das anders. Wir haben doch bestimmt so einen Bäre, die das kann. Okay. Special Attack brauche ich überhaupt nicht. Das können wir ja gar noch mal. Welche Beere wäre das nochmal gerade gewesen, Mann? Hier, hold you. Okay, mehr geht gar nicht. Jetzt müsste es aber gehen, ey. Vollständige Zufriedenheit eines Miltanks oder was wollte der haben? Also mehr geht ja nicht, ne? Will ich ja nur mal sagen. Wir machen hier komische Quests, du. Nö, das dauert mir nicht zu lange. Ich weiß, ich kann hier überhaupt kein Geld kacken, so, ne? Aber ich brauche diese Zeit hier. Und dann bin ich halt hier oben. Nur damit ich Kumo mich kriegen kann, glaube ich. Aber da sieht man mal, dass so eine Quest auch harte Arbeit ist, ne? Für die ich nicht bezahlt werde. Okay, los geht's. Hier. Can you show me? Fantastic! Dein Miltank kümmert, also interessiert sich wenigstens ein bisschen für dich. 10 Mumu-Milch. Zwölfmal nochmal hier. Wo kann ich denn bitte Items verkaufen? Das geht doch nicht klar. Okay, jetzt muss ich wieder nach Dukatia City. Ein paar Items verkaufen. Glaube ich. Und dann, dann geht's los, der Beckenstoß. Dann geht's in die Einheitshülle. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das schon aufnehme. Ich würde es ja gucken, aber. In meinem Fall muss ich immer. Ariados, mal sehen. Immer das Spiel schließen. Weil ich Vollbild habe, natürlich. Ja, 2 auf Angriff, das ist doch schön. Das freut meine Mammutel sehr.
Hier muss man direkt immer auf dem Weg sein, ne? Damit man auch rauskommt da aus der Route. 37? Fragezeichen? Zack. Nidoran Fell. Yo, geil. Auch nicht schlecht. Entschuldigung, abgelenkt. 800k. Ich denke nämlich, dass ich den Typen das hier in diesem Laden mehr verkaufen kann. Okay, ich dachte... Okay, krass. Habe ich nichts... Hat nichts gebracht. Wo kann ich denn hier diese teuren Sachen verkaufen? Naja, ich werde ja eh nochmal überall rumlaufen und schaufeln. Vielleicht finde ich ja irgendwas Fantastisches. Cake and Fake. Ist der hier ein bestimmtes Pokémon? Gibt es hier noch irgendeins, das ich nicht kenne? Doch, ich kenne sie alle. Nidoran männlich, geh weg, Mann, schon schäm dich. Zerschneider, Bats. Und jetzt durchs Gras. Jetzt geht's voll an. Schachmatt, was geht denn hier ab? Sneebel. Little. Hier muss ich langfahren, verdammt ja. Musik an. Oh, Bär. Ich glaube, ich sollte nämlich alles behalten. Irgendwelche Bären kann man immer verkaufen, die man nicht braucht. Man braucht nur Lumberries. Und Mess. Was ist das denn hier? Steht hier so voll im Weg. Was willst du denn? Du musst mich hier besiegen. Okay, wir gucken mal, was Nidoran männlich. Ich hoffe doch Angriff. Ja. Gut zu wissen immer. Ich kenne ja nicht alle Statuswerte auswendig, ne? Bellsprout. Go away. Okay. Boah, da sind Bären, aber was für Bären, du? Berry, Berry, Lady. Orangeberry. Lumberry ist das Beste. Andere. Hier, Pokestop. Willkommen in der Einheitshöhle. Hier, nimm das. Ja, so episch. Ja, doch, ziemlich episch, aber... Aber auch nicht. Da kann ich auch meins behalten. Wieso sollte... Ach. Hab ich noch nie gegen den gekämpft? Ja, natürlich, jetzt so ein... Scheißke, ja. Vulpix, was soll ich denn mit Vulpix? Okay, Speed. Das gibt mir Speed. Okay, meine Pokémon können Feuer spucken und ich werde jetzt meine Skills demonstrieren, aber okay, ich habe hier irgendwie Wasser. Super Reaper. Ist es heiß hier oder wenn das nur ich? Okay, gegen die habe ich schon mal gekämpft, daran erinnere ich mich.
Ich habe mich an diesen Spruch erinnert. Das erinnert mich an mich. Ist das heiß hier drin oder erinnert das jetzt, oder bin das einfach nur ich? Ja, ja, gut. Schlecht, aber flach, aber genau mein Style. Hey, wie geht's dir überhaupt so? Okay, ich kann nichts sehen, wenn ich hier immer mein Mammut-Hell sehe. Dann wäre ich zum Beispiel jetzt voll da reingebreddert. Okay. Was ist der denn eigentlich so cool angezogen, der Junge? Okay, hier kommen wir irgendwo raus. Smurgle Move Tutor. Kann man den jetzt jede Attacke beibringen? Wie geil wäre das denn, ey? Also, das kann es, das weiß ich, aber... Mit Nachahmer, aber... Das ist natürlich eine Lösung, nicht schlecht. Gut ausgedacht. Wenn die schon nicht richtig, programmiert haben hier. Komm schon, zack. Hier kommt keine Pokémon, oder? Bis jetzt zumindest nicht. Okay. Wie komme ich jetzt? Nein! Nein! No! Nein! Ich bin da rausgesprungen. Bin ich dumm? Auf jeden Fall kann man da, Dings fangen. Ihr wisst Bescheid. Mehr gibt es in dieser Einheitshöhle auch nicht zu entdecken. Deshalb geht es weiter. Wo war nochmal Strudelinseln hier? Strudelinseln. Zu den Strudelinseln. Vielleicht gibt es da ja coole Pokémon oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da was Exzellentes findet. 100 Schritte nur. Ja, dann kann ich ja auch da hinten gucken. Da gibt es bestimmt Super Repel. Und mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Rein von der Nummer her. Nee. Ich kaufe hier nicht die Katze im Sack. Oh, Rockly. Dim, dim, dim. Ja, es scheint in der nächsten Folge soweit zu sein, dass man hier endlich Richtung Pokémon-Liga stampft. Dann bin ich in der Pokémon-Liga, werde wahrscheinlich eine Runde richtig verlieren, weil meine Level sind ja nun mal nicht gerade sehr stark. Und dann werde ich wohl trainieren und dann geht's los. Super Repair, gibt's hier Super Repair? Kumu-Milch. Man kann hier einfach Kumu-Milch kaufen, so. Okay, wir nehmen hier auch schon mal zwei Dinger mit. Das finde ich gut. Nein, 500. Für 200 Schritte. Und wie viel kostet ein normales Dings? Warum gibt es das nicht hier? Das lasse ich nicht auf mir sitzen, Leute. Iron Tairu. Eisenschweif. Oh, überall Miltangs, cool. Der eine hat einen Miltang, der eine einen Tauros und der eine ein anderes Ding da, so. Alle geil auf Miltang. Und dann stehen die da so vor, das ist schon so, als wenn so ein Pedo vorm Kindergarten steht, oder? Din, 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 din. Weil 200 für 500. Das gucken wir jetzt mal nach. Das testen wir jetzt mal, ob das überhaupt so klar geht. Wenn das jetzt 300 kostet, ist natürlich was anderes, aber... Ja gut. Es macht doch Sinn. Schon wieder zurückfahren. Oh, ich dachte wirklich, es hat nur 200 gekostet. Ach ja, Leute. Das ist auch eine Folge zum Vergessen wahrscheinlich. Aber die nächste Folge wird wieder interessanter.
Ich will auch wissen, ob es hier Lugia gibt. Ich komme ja auch nicht da rein, wo es Ho-Oh gab. Also Ho-Oh und Lugia gibt es ja anscheinend gar nicht, oder? Boah. Bam, die erstmal übergefahren. Dülütüm. 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 Rip, rip, rip. Strudel, liebe Insel, kommt her, ihr seid doch nicht von ungefähr. Krabby der Clown, ja, das ist der immer Braucher hier. Krabby wird richtig geerdet. Mammoth-Swine. Ah, geh aus dem Weg. Ich hab was vergessen, oder? Ja, ich weiß genau, was ich vergessen habe. Danke, dass ihr mich dran erinnert. Eggman. Kommt da jemand drauf, dass man einen Landhorn für 80.000 kaufen will? Kann mir das jemand erzählen? Also ich will das nicht. So. What you would you want to do? 10 für 5.000, das müsste reichen. Das geht doch klar. Tschüss, verdammt. Ich werde kurz einen Schluck trinken. Oh, der Leuchtturm leuchtet. Leute, guckt euch das mal an. Und dann sehe ich auch die Erleuchtung. Pokestop. Wie bei Pokémon Go. Wer von euch spielt noch Pokémon Go? Oh, willkommen zu dem glitzernden Leuchtturm hier. Ja, geil. Von dem kriegt man immer so richtig geile Sachen. Das finde ich richtig gut. Was kann John eigentlich? Hey, John. Ich stehe in dir drin. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Ja, ich möchte surfen. Surf in Richtung Untergang. Dini! Goldini! Okay, Erdbeben, weggeerdet. So konnte ich auch irgendein anderes Pokémon gut trainieren. Azumarill, genau. Also zumindest auf Angriff. Krabby und Goldini, die geben nämlich total Angriff. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber ich kann es nur wiederholen. Nur einen, ich weiß, aber immerhin. Dün. Antarktis. Tentacool. Wir haben es shiny gefunden. Hier, glaube ich, sogar. Ach nee, hier, also in der Stadt hier, glaube ich. War cool. Wie cool. So, ich bin mal gespannt. Ich laufe jetzt hier überall. Nein, das mache ich nicht. Ich laufe jetzt hier überall durch. Und benutze Repel, Super Repel. Habe ich jetzt voll eingesetzt, denn hier ist nichts Neues. Oh, das ist sogar der Eingang zu Lugia hier. Das hier wäre nämlich der Weg zu Lugia. Wir gucken mal. Hier, ne? Eigentlich irgendwo. Hier unten ist eine Höhle. Es wird interessant. Also es sieht jetzt auf jeden Fall schon mal anders aus als sonst. Nehme ich mal an. Was? Where am I? Verdammt. Hier kann ich nicht surfen. Hier gibt's nicht mal Pokémon. Wie kann das nur sein? Das hier bringt ja gar nichts. Was ist das hier nur für ein Live? Es hat mich verarscht. Oh. Brrr. X-Bad.
Krabby, Kingler. Ja, Kingler ist bestimmt mega Trainierer für Angriff. Oh. Die 3 wollte ich drücken. Super Reaper. Super. Hier ist noch eine Höhle. Lugia, bist du... Tor. Was geht? Wer bist du? Du bist nicht stark genug. Okay, das sieht ja richtig aus wie ein Lugia. Wie cool sieht das denn bitte aus? Okay, krass. Ich bin überwältigt von dieser Lugia-Statue. Schwapp. Weg. Ja gut. Ne? Den sag ich mal. Bis zur nächsten Folge, Digga. Nee. Nein, bis zur nächsten Folge. Und wir sehen uns. Tschüssikowski.